Ja, der Grund, warum der zweite gerettet gekommen ist, das war der hier. Ein 20. Jahr. Wie man sieht, ein bisschen modifiziert. Kopfbearbeitung hat er auch schon gehabt. Im Schadensaugbrück hat knapp 170 PS gedrückt. Bei der ist auf dem Prüfstand. Ja, da war der Motor vorher drin. Da ist er rausgeflogen. Aber zum Rumstehen zu schade. 8-Ventiler Zylinderkopf. Ich glaube, Ansaug- und Auslasskanäle sind alle größer. Zumindest sieht es so aus. Auf Dichtungsmaß angepasst, denke ich mal. Ein bisschen Licht. Kann man ein bisschen was sehen. Ja. Ja. Führung gekürzt. Ja. Einzige Problem bei dem Zylinderkopf ist, das kriege ich auch nicht weg. Am vierten Zylinder habe ich ja solche Macken. Der ist zwar bis zum Schluss so gelaufen, dann baue ich auch so wieder ein, aber mal gucken, ob das die Dauerlösung ist. Auf jeden Fall, also mit den Schaden habe ich den auch schon gequält. Die 170 PS hat er auch damit gedrückt. Bäm! Fertig! Ventilfederteller gegen Aluteller gewechselt. Jetzt kann der Ding mal dran. Es gibt zwei verschiedene Kipphebelarten. Einmal die dünnen, einmal die dicken. Wir natürlich den dicken nehmen, obwohl die brechen beide. Ja. Dann machen wir so als Vergleich. Ja, Motor soweit wieder zusammen. Zahnriemen müssen noch nicht drauf, liegt aber alles schon da. Ich warte noch auf das verstellbare Nockenwellenrad. Da kann alles neu werden hier. Zahnriemen, Wasserpumpe, Ölfilter. Aber jetzt kommt was richtig Geiles. Dö-dö-dö.